Blick zur Uhr. 21 Uhr, 39 Minuten und genau 16 Sekunden. Samstag, der 16. Februar. Hier ist Berlin. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe dieser Sendung bei Carmen Nebel. Da beginnen wir mit einer Frau, die bei einem Talentwettbewerb begann. Im Zuschauerraum saß ein Mann, der Robert Jung hieß, der viele andere entdeckt hat und der automatisch auch sagte, das Mädchen hat etwas. Die muss ich unbedingt morgen meinem Freund Ralf Siegel vorstellen. Er fuhr nach München und sagte, na, was sagst du denn dazu? Der war begeistert. Und ein Jahr später bereits schrieben sie einen Titel, der hieß Flieg nicht so hoch, mein kleiner Freund. Und der flog ganz schön hoch. Das war ein Titel, der auf dem zweiten Platz lag und ganz oben war in den Verkaufscharts. Dann kam der 24. April 82. Da gewinnt sie den Grand Prix mit ein bisschen Frieden. Das hat jeder mitbekommen. Und sie kommt jetzt gleich. Ganz kurz noch, sie war 17 Mal in der Hitparade in Berlin und sie hat insgesamt 11 Mal die goldene Stimmgabel bekommen. Und hier ist für sie ihre und unsere. Hier ist Nicole. Das war Nicole. Und wir kommen zum nächsten Gast. Er wollte eigentlich Maler werden, aber die Prüfungen waren ganz einfach zu schwer. So gründete er eine Band und spielte in vielen verschiedenen Tanzcafés. Und es kam eines Tages der Karl Krautkramer. Der war in der Tschechei ein großartiger Musiker und sagte, Junge, du musst vor allen Dingen zum Konservatorium mit der Stimme. Das klappte dann. Heute hat er Beinamen wie zum Beispiel die goldene Stimme aus Prag oder der Sinatra des Ostens oder die Nachtigall oder aber, und das finde ich am schönsten, der Bote der immer nur guten Nachrichten. Hier ist für Sie Karel Gott. Wenn man nur als Kind schon wüsste, was man tun und lassen müsste, wäre das Leben leicht. Ob man alle weiten Ziele und das Schönste der Gefühle irgendwann erreicht. Von den vielen Illusionen, die in unseren Herzen wohnen, bleiben nur ein paar. Und die werden wie ein Wunder eines Tages dann mitunter wahr. Einmal um die ganze Welt.
Menschen voll Ärger, dass man keine Liebe und kein Glück ersäumt. Viele fremde Länder sehen, auf den Mond spazieren gehen, davon hab ich schon als kleiner Bub geträumt. Einmal um die ganze Welt, Karel Gott. Und unser nächster Gast, eine junge Dame, die damals in England ihren ersten Talentwettbewerb hatte. Sie hatte dann auch die erste Platte, aber sie ging auch noch zur Bank und lernte Bankkauffrau. Das merkte man bei ihr immer, denn sie kann relativ gut mit Geld umgehen, was ja bekannterweise nicht alle können. Sie sang auch bei Family Doc. Das war eine fabelhafte Gruppe, die sie in England kennengelernt hatte. Aber auch gemeinsam mit vielen Interpreten, männlichen Interpreten, sang sie Duette. Zum Beispiel mit dem unvergessenen Gilbert Bécaud oder mit Cliff Richard oder mit Johnny Logan. Sie wissen längst, wer kommt. Hier, Irene Scheer. Das merkt wirklich bei dem Temperament kein Mensch. Wir kommen zum nächsten Interpreten. Am 18. Dezember 1963 kam er in Karlsruhe zur Welt. Dieser Gerhard Gorglione, oder dazwischen kommt noch ein Name, nämlich Domenico Gerhard Gorglione. Und 1983 gab es einen Hit von Drafi Deutscher. Das war eine Nummer, die jeder kannte. Nämlich Guardian Angel. Und irgendwann überlegte man, was macht man jetzt eigentlich mit diesem netten Italiener, der in Karlsruhe zur Welt kam? Man braucht einen Titel. Und so sagte irgendein kluger Mensch, man übersetze ganz einfach den Drafi deutscher Titel und raus kam dabei Jenseits von Eden. Ein Riesenhit, ein großer Erfolg für ihn, für Nino D'Angelo. Wenn selbst ein Kind nicht mehr lacht wie ein Kind, dann sind wir jenseits von Eden. Wenn wir nicht fühlen, die Erde, sie weint wie kein anderer Planet, dann haben wir umsonst gelebt. Neue Liebe spüren, wenn wir uns auch in Gedanken nur berühren. Irgendwann muss ich für immer
Jenseits von Eden. Und jetzt erinnern Sie sich ganz sicher, am Anfang sahen Sie bei Carmen den ersten Gast mit einem neuen Titel, der jetzt Nummer 1 in den Charts ist. Damals war es ein ganz anderer Titel. 1990 sang er Verdammt, ich lieb dich. Ich lieb dich nicht. Verdammt, ich brauch dich. Nein, ich brauch dich nicht. Verdammt, und jetzt wurde es positiv, ich will dich. Ich will dich nicht verlieren. Das war 1990 ein unglaublicher Hit für ihn. Für, na? Ja, genau der ist es, Matze, Matthias Reim. Ich zieh durch die Straßen bis nach Mitternacht, hab das früher auch gern gemacht, dich brauche ich dafür nicht. Ich sitz am Tisch, trinke noch ein Bier. Früher waren wir auch gemeinsam hier. Das macht mir nichts. Gegenüber sitzt ein Typ wie ein Bär. Ich stell dir vor, wenn das dein Meier wär. Das juckt mich überhaupt nicht. Auf einmal packt's mich, geh auf ihn zu und mach ihn an, lass meine Frau in Ruhe. Er fragt nur, bist du noch ganz dicht? Und ich denk, schon wieder nur an dich. Verdammt, ich lieb dich. Ich lieb dich nicht. Verdammt, ich brauch dich. Ich brauch dich nicht. Verdammt, ich will dich. Ich will dich nicht. Ich will dich nicht verlieren. Verdammt, ich lieb dich. Ich lieb dich nicht. Verdammt, ich brauch dich. Verlieren. Sie haben ihn gewonnen. Das haben Sie gemerkt mit dem Applaus. Dankeschön, Matze. Matthias Reim. Ja, da bist du. Wollen wir hier Platz nehmen? Mein lieber Dieter, erstmal vielen Dank, dass du diese Freude heute für uns mit danke nach Berlin gebracht hast. Ich das danke ist dir. So schön. Wir freuen uns. Wollen wir uns hinsetzen? Ja. Pult? Schön. Schön. Ja, bequem, ne? Ja. Also ich hatte gerade das Gefühl, die Hitparade, die gibt es immer noch. Also, ja, das Gefühl habe ich auch. Hast du gemerkt, wie die Leute sich freuen? Großartig. Ja. Und sie freuen sich, dass du wieder zu sehen bist. Und die haben alle die Frage, was macht Dieter Thomas Heck jetzt und heute? Erzähl mal ein bisschen. Wir haben ein paar Fotos, glaube ich, zum Beispiel haben wir ein Haus in Spanien, in Aguilas. Das ist eine wunderschöne Ecke, wenn ich morgens wach werde und aus dem Fenster gucke. Umso schöner, dass du heute gesagt hast, ich verlasse mein schönes Nest da und komme mal nach Berlin. Und fahre nach Berlin. Danke. Wir sagen in diese alle wunderschöne Stadt. Danke, Dieter Thomas Heck. Dankeschön. Hat uns sehr gefreut. Ich bedanke mich alles bei dir. Alles Gute, Grüße zu Hause. Mach ich doch. Danke, du Dieter. Bitte auch. Ja, ich auch. Liebe Grüße. Ciao. Ciao.